Hallo, willkommen bei The Nosy Rosy. Hier ist die Jen. Diese Woche mit dem Thema, wie war ich in meiner Kindheit? Ihr habt ja bestimmt alle schon das Video von Cassandra gesehen. Ich muss jetzt dazu sagen, eigentlich hatte ich auch schon ein Video gedreht gestern und wollte es heute dann hochladen. Aber nachdem ich das Video von Cassandra gesehen habe, dachte ich, ich muss doch noch ein neues drehen. Und auf jeden Fall einen Kommentar dazu abgeben, was Cassandra da gesagt hat, was sie über mein Video denkt. Sie sagte nämlich, dass sie sehr gespannt ist auf mein Video und dass sie denkt, dass ich eher jungenhaft war als Kind. Finde ich sehr lustig. Naja gut, ich muss auch sagen, ganz unrecht, Cassandra, hast du nicht. Ja. Von daher fange ich einfach mal an zu erzählen. Ja, wie gesagt. Ja, man kann schon sagen, dass ich eher jungenhaft war. Also ich habe nicht mit Puppen gespielt. Ich mochte keine Puppen. Also ob es jetzt Barbie-Puppen waren oder irgendwelche Schminksachen oder so. Ich glaube, ich hatte mal so eine Schminkpuppe oder sowas. Sie wurde dann aber eher verunstaltet und die Haare abgeschnitten und sonst was. Also ich glaube, diese Puppe hat ganz schön gelitten. Und ich habe dann doch eher mit Autos oder sowas gespielt. Kommt wahrscheinlich auch daher, dass ich noch einen kleinen Bruder habe und wir haben natürlich noch zusammen gespielt und haben dann halt meistens mit Autos gespielt. Er hatte irgendwie so kleine Metallspielzeugautochens und die wurden dann, also meistens haben wir dann Autoverkaufen gespielt. Die Autos wurden dann aufgeteilt, jeder hat einen Teil bekommen. Dann hat jeder erstmal seinen Autoladen, seinen Händler sozusagen aufgebaut. Das wurde dann alles schick gemacht. Das war natürlich dann auch schon mal Teil des Spiels und fast spannender als das Spielen selbst aufbauen. Naja, und dann wurden Autos hin und her verkauft. Also an und verkauft sozusagen. Ja. Gerne mochte ich auch natürlich so ferngesteuerte Autos und so. Aber ich muss sagen, die coolen Sachen hat dann mein Bruder mal bekommen. Voll unfair. Ich wollte ein ferngesteuertes Auto haben. Und was kriegt er? Also was passiert? Er kriegt's, ich nicht. Voll fies. Nur weil ich ein Mädchen bin. Menno. Ja, natürlich bin ich auch gerne mal draußen rumgelaufen und so. Und ja, aber man kann jetzt nicht sagen, dass ich nur mit Jungs abgehangen bin. Also das war jetzt eigentlich eher weniger. Also ich glaube, ich habe schon dann eher auch mit Mädels gespielt oder hatte mehr mit Mädels Kontakt. Also auch in der Schule dann oder so. Ja. Ach ja, und was ihr bestimmt auch alle kennt, ist das nette Spiel Mutter, Vater, Kind. Ne? Ja. Und da war es lustigerweise grundsätzlich auch so, dass ich immer der Vater war. Keine Ahnung warum. Ja, irgendwie, mein Bruder war immer das Kind und dann eine Freundin war die Mutter und ich war immer der Vater. Tja. Also, ja, man kann schon sagen, bei mir hat dann doch schon einiges darauf hingedeutet, dass ich nicht ich war nicht unbedingt ein sehr klischeehaftes Mädchen und bin auch jetzt nicht unbedingt die klischeehafte Heten-Tussi oder so, wie man hier sieht. Ja, also, ach ja, und meine Mutter, das weiß ich auch noch, oder auch andere, ich weiß nicht mehr, haben auch damals dann auch immer schon gesagt, du wärst lieber ein Junge geworden. Ja, nee, wäre ich nicht, aber ich bin nun mal eine Lesbe geworden. So, das hat dann nur davon. Ja, das war so in meiner Kindheit. Ja, und auch in der Schulzeit, so Pubertätszeit, da kann ich jetzt gar nicht sagen, ob ich da jetzt irgendwie was Klischeehaftes gemacht habe. Oder war klischeehaft war oder so. Also auf jeden Fall vom Freundeskreis her waren es schon eher Mädels und nicht so, dass ich nur mit Jungs zu tun hatte. Puh, ja. Also ich glaube, da war eigentlich eher alles normal. Natürlich war ich dann schon doch mal eher in eine Lehrerin verknallt oder eine Mitschülerin, wobei ich sagen muss, dass ich das dann damals noch nicht wirklich als verknallt identifiziert hatte, sondern
das waren dann eher so Schwärmereien, oder ich fand die betreffenden Personen halt sehr interessant und toll. Und im Nachhinein denke ich dann erst jetzt, okay, da warst du wohl verknallt, liebe Jen. Ja. Ja, das war auch schon meine kleine Zusammenfassung von meiner Kindheit sozusagen. Woher jetzt habe ich gar nicht so viel. Vielleicht hört mir noch was ein. Achso, ja. Und auch was Klamotten angeht und so, ich habe Kleider gehasst und Lackschuhchen. Nein, danke. Also das ging gar nicht. Also ich habe nur Hosen getragen und normale Klamotten. Also ich meine, es waren wahrscheinlich auch Mädchenklamotten, aber also Kleider, Röcke und sowas, das ging gar nicht. Also vielleicht noch zur Kommunion oder so. Da habe ich mir das noch, habe ich das noch durchgehen lassen. Da ging es nicht anders. Aber sonst geht nicht. Nee. Nee, ging gar nicht. Ja, okay, das war es jetzt wirklich zu meiner Kindheit. Jetzt wollte ich aber noch was loswerden. Oder noch an mehrere Sachen sogar loswerden. Und zwar wollte ich noch erzählen, ich wurde jetzt auch gerade, ich hatte jetzt auch gerade wieder ein Outing-Erlebnis. Und zwar wurde ich bei meiner Mutter als Nosy Rosie geoutet. Also, ne? Mama, falls du gerade zuguckst, hallo, liebe Grüße. Ach ja, und du kannst übrigens, Mutti, Mama, du hast ja auch einen YouTube-Account und wenn du das Video hier siehst, du weißt ja am besten, wie ich als Kind war. Also, schreib doch einfach mal was dazu hier unten in die Kommentare. Fände ich irgendwie cool. Naja, aber zurück zum Outing. Und zwar war es so, ich war ja am Wochenende auf dem CSD, habt ihr auch schon das CSD-Video gesehen. Und ich habe halt meinen Eltern dann am Wochenende am Telefon erzählt, ja, ich war da und es war lustig und schön. Und also die wissen das ja auch alles soweit. Und ja, meine Mutter kam dann wohl auf die Idee, sie kann ja mal im Internet nach Fotos oder auch Videos über den CSD suchen, um mal gucken, ob sie mich da irgendwo sieht, ne? Einfach mal so. Ja. Natürlich hat sie dann auch auf YouTube geguckt und natürlich landet sie dann prompt auf meinem und Dunis, Dunis und meinem Video, wo ich natürlich erstmal eine Minute schön groß vorne zu sehen bin. Ja, dann kam dann erstmal eine SMS: Jen, ich hab dich gefunden. Wo ich dann nur dachte: Okay, hat sie jetzt einfach irgendein Foto irgendwo gefunden, wo sie mich ganz klein hinten irgendwo in irgendeiner Ecke stehen sieht? Oder hat sie etwa das Video gefunden? Naja, und 2 Minuten später kam dann die SMS: Was ist The Nosy Rosie? Naja, ich dachte dann erstmal, oh, jetzt ist es soweit. Weil, ich muss dazu sagen, ich hatte das meinen Eltern noch nicht erzählt, weil man weiß ja nicht. Manchmal ist es ja auch so, ne, gell Mama, dass sie sagen, oh Gott, was sollen die Leute denken? Und deswegen sehen sie das dann nicht so gerne und deswegen hatte ich das auch nicht erzählt, aber ich wurde eines Besseren belehrt und meine Befürchtungen sind nicht wahr geworden. Meine Mama fand das nämlich dann ganz gut. Also sie war begeistert und hat mir dann geschrieben, hat mir dann auch noch später eine lange E-Mail geschrieben, in der sie mir dann geschrieben hat, dass sie das gut findet und dass sie denkt, dass ich das mutig ist und so und also alles Paletti. Ja, okay, das war das eine. Dann wollte ich noch mal einen kleinen Mini-Wettbewerb ins Leben rufen und zwar werde ich mit meiner Freundin in 3,5 Wochen, glaube ich, ist es schon, in Urlaub fliegen und zwar fliegen wir in die USA nach Kalifornien. Yay! Ja, ich freue mich schon total. Und wir werden 4 Wochen da sein. Und werden natürlich in Los Angeles und auch natürlich in San Francisco sein. Das ist so also eins unserer Hauptaugenmerke natürlich. Also habe ich mir gedacht, jeder Mensch bekommt doch gerne Postkarten.
Jo. Achso, ich muss noch dazu sagen, ich muss gestehen, diese Idee ist nicht von mir, die klaue ich jetzt, sorry, Maniac. Die klaue ich halt von Maniac, den kennt ihr bestimmt alle, das ist ein bekannter YouTuber und der hat sowas ähnliches mal gemacht und deswegen klaue ich jetzt die Idee einfach mal. Ja, also zurück zum Punkt. Also jeder bekommt auch keine Postkarten und 5 von euch können eine Postkarte von mir bekommen aus San Francisco, wenn ihr wollt. Dazu müsst ihr einfach nur hier in die Kommentare oder per E-Mail oder in unserem Forum einen Kommentar schreiben. Und zwar möchte ich Tipps von euch. Ob es jetzt irgendwas in Kalifornien ist oder nur in San Francisco, das ist egal. Auf jeden Fall will ich einen coolen Tipp, was mich mir auf jeden Fall angucken soll. Irgend so ein Geheimtipp oder so. Oder am besten natürlich, wo man vielleicht auch als Lesbe hingehen kann. In San Francisco. Also ob es jetzt irgendein Club, eine Bar ist, ein Café oder welche Party am besten ist, da gibt es ja sicherlich einiges in San Francisco. Also wer da schon mal war oder wer da irgendwas weiß, schreibt mir. Und die 5 interessantesten oder lustigsten oder einfach besten Tipps, die bekommen dann von mir eine Postkarte aus San Francisco. Ja, also natürlich, wenn ihr mitmachen wollt, muss euch klar sein, falls ihr ausgewählt werdet, dass ihr mir auch an eure Adresse zuschicken müsst. Aber das machen wir natürlich dann per E-Mail. Ja, also ich würde mich freuen, wenn ich viele Tipps bekomme. Und werde natürlich dann die 5 besten Tipps auch versuchen zu realisieren. Also dann auch dorthin gehen und natürlich auch von dort berichten. Ja. Also ich habe jetzt die nächsten 3 Wochen Zeit, bis zum letzten Video, bevor ich wegfliege. Das ist Anfang September, ich glaube 2. oder 3. September ist der Mittwoch. Bis dahin habt ihr Zeit, dann werde ich auch bekannt geben, wer die Postkarte bekommt. Ja, das war's jetzt erstmal von heute. Ich wünsche euch eine schöne Woche, bin auch gespannt, was die Anne und Rosie so zu berichten haben aus ihrer Kindheit, wie sie so waren. Und ja. Nächste Woche. Bis dann. Die Jen.